Ich bin jetzt auf der Stella Cruise und bin jetzt gerade in meinem Zimmer angekommen und ich habe eine kleine Terrasse. Das ist so geil. Ich zeige euch das jetzt mal eben. Blumen auf dem Bett verstreut bekommen. Handtücher. Das ist meine kleine Terrasse, die ich aufmachen kann, wo ich stehen kann. Und das ist mein kleines schickes Badezimmer. Ich würde sagen, das ist extrem geil. Und da bin ich wieder. Ich muss euch mal was zeigen, was ich gerade entdeckt habe. Wenn das unsere Rettungsboote sind, dann wird's witzig. Schaut euch das da mal bitte an. Diese kleinen Teile, die da vorne liegen. Ich zoome mal ein bisschen ran. Also, das ist ja schon gut, wenn ich da reingehe und das nicht untergeht. Dann ist das schon gut. Aber ich weiß nicht, wie wir mit... Wie fahren wir denn? Oh. Vier solcher Dinger und wir sind irgendwie 21 Leute. Ne, da hinten sind auch noch zwei. Naja, wir hoffen mal, dass das Ding hier nicht abfackelt wie das andere Boot beim letzten Mal, was irgendwie vor 2 Wochen hier in Ha Long Bay abgefackelt ist. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Aber was halt krass ist, ist mega heiß und rundherum nur Berge. Mich verfolgen diese Berge. Ich glaub's nicht. Aber sieht sehr cool aus. Jetzt schade, dass das so ein bisschen bedeckt ist. Sie haben sogar irgendwie morgen und übermorgen Gewitter gemeldet. Ich hoffe, dass das nicht eintrifft und wir Sonne haben, weil das wäre mega cool. Aber wenn ich mir so das Wasser angucke, möchte ich da auf jeden Fall nicht nachher drin schwimmen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Kajak-Tour zu machen alleine oder mit einem Bamboo-Boat zu fahren. Da fährt uns jemand und wir können die ganze Zeit Fotos machen. Und ich glaube, ich bin eher für die Bambu-Tour, weil erstens, ich habe keine Lust selber zu paddeln, weil das hier so heiß ist. Zweitens, bei meinem Glück steige ich ein und ich kenter direkt so. Und dann von da aus irgendwie zu paddeln, oh, ich weiß nicht. Vor allen Dingen, wahrscheinlich verpaddel ich mich noch und komme gar nicht mehr zum Schiff zurück. Deswegen nehme ich, glaube ich, eher die Bambu-Tour. Und ich schaue mal, ob ich überhaupt heute schwimmen gehe, weil wenn das Wasser nicht so geil ist, dann gehe ich auch nicht so gerne schwimmen. Ich habe gerade einen sehr großen Fehler gemacht. Ich habe zwar durch die falsche Brille geguckt, weil das Wasser sieht sehr nett aus und durch die Brille sieht das nicht so nett aus. Also, doch schwimmen nachher. Hallo zusammen! Ich sitze jetzt gerade auf einem Bamboo-Boot in der Ha Long Bay. Muss mich gerade nochmal umsetzen, damit das Schiff nicht kentert. Mir passt sogar eine Schwimmweste, ich glaube es nicht. Und halte das Ding gerade ein bisschen in der Waage, damit wir nicht kippen. Ja, es ist super für Dicke ausgerichtet. Also, wir waren schon voll in der Schieflage, als das Boot da losfuhr. Und sofort jeder sagte, geh ein bisschen in die Mitte. Ein bisschen peinlich. Aber sprechen ja auch alle nur Englisch und das ist Chinesisch, Vietnamesisch. Deswegen wurscht. Ja, ansonsten ist die Aussicht ziemlich cool. Wir fahren jetzt hier ein bisschen. Und dann seht ihr nachher bestimmt noch. Take me away from home. Show me all the places I've never known. It will change.